Im legendären Machfelderhof feierte Schauspieler, Intendant und Theaterregisseur Markus Strahl mit Freunden und Künstlern seinen 50er. Ich selbst bin ein absoluter Nicht-Geburtstagfeierer. Das ist für mich eigentlich heute nur deswegen eine Freude, weil ich weiß, diese Menschen sind für mich gekommen und da freue ich mich einfach, dass die für mich Zeit haben. Viele wohlmeinende Ältere haben gemeint, dass es nicht weh tut und ich muss sagen, es tut weh. Der 30er war so, dass ich gesagt habe, oh Gott, jetzt bricht die Welt zusammen, jetzt ist alles spät, jetzt ist es wurscht. 50, ist das nicht das neue 30? Also ist die Frage. Wenn man nicht will, wenn man in Schwung ist, ohne zu klagen. Er ist viel jünger als das Alter. Und vielleicht habe ich dazu beigetragen in den ganzen Jahren, dass er jung geblieben ist. Sie war eine wahnsinnige Powerfrau als Doppel wieder und hat mich als Krebs da wahnsinnig hochgezogen. Es ist sehr spannend. Aber andererseits ergänzt sie sich sehr gut. Für Menschen, die so einen erfüllenden Beruf haben wie der Markus und darin so aufgehen, die wachsen immer weiter, werden immer besser. Er ist wie der Wein. Nach vielen Jahren hat er dann einfach so eigenartige, wunderschöne Duftnoten. Ich habe den Markus verfolgt, seit er gezeugt wurde. Mein Gott, ich kenne den Markus so lange, da war er noch ein paar. Dass er 50 hat, finde ich schrecklich, aber ich würde es an seiner Stelle nicht zur Kenntnis nehmen. Ich nehme euch da auch nicht zur Kenntnis. Ich raufe nicht mit dem Kalender, der ist mir egal. Klaus Peimann hat vor laufender Kamera gesagt, wortwörtlich, das Publikum ist ihm egal. Und der Markus hat darauf dann, ich glaube in der Woche danach, wortwörtlich gesagt, wenn ich nicht das Theater vorfinde, das mir Spaß macht, dann mache ich es mir selber. Gesagt, getan. Markus Strahl ist Intendant der Wachau-Festspiele in Weißenkirchen und der Leiter der Neuen Bühne Wien. So hängt privat und künstlerisch der Himmel voller Geigen. Das sind einfach alles Babys, die kann ich mir wirklich aus allem, was es gibt, mir das aussuchen, was ich machen möchte. Wo gibt's das? Ich bin mein eigener Herr und kann damit mit dem, was ich glaube, was gut ist und was die Leute interessiert, damit kann ich andere Menschen hoffentlich glücklich machen. Unser Freund ist Regisseur, ein Theaterintendant. Er wollte zuerst ganz was anderes werden. Er hat immer erzählt was von ägyptischen Ausgrabungen und das hat ihm interessiert. Wir waren auf Tournee, haben gespielt, es war die Lerche von Quichon. Und er ist jeden Abend ist er in die Vorstellung gegangen, hat sich die Vorstellungen angeschaut, da wird er gewesen sein, wie alt war er, vielleicht 12, 13 Jahre. Viele, viele, viele Jahre später, der Mann, der die Hauptrolle spielen sollte, ist erkrankt und der Markus ist mit 18 Jahren ohne Probe für ihn eingesprungen im Stadttheater St. Pölten. Hoppla, jetzt komm ich und wer mit mir geht, der kommt dann auch. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Nicht nur wegen seinen großen Eltern, sondern er hat selbst seine Spuren hinterlassen. Wirklich bewundernswert, wie es er verstanden hat, als Sohn zweier großer Eltern sein eigenes Profil zu kriegen. Was schätzt du an ihm? Das ist eine nicht ganz leichte Frage, weil es sind sehr viele Punkte und ich glaube, das überschreitet die Sendezeit. Es ist vor allem seine Professionalität und vor allem natürlich an der Spitze seine Leidenschaft für gutes Theater. Ich glaube, ohne Emotionen kann man Theater nicht machen. Und ja, das ist der Markus. Ein Perfektionist in seinem Tun und trotzdem hat er aber die Ruhe und Gelassenheit bis zum Punkt zum Arbeiten und das haben nicht viele. Die Gründlichkeit, die Präzision und aber auch das Künstlerische. Tolle Ideen, sucht tolle Stücke aus, hat Mut, traut sich was. Er spielt ja mit einer Komödie, alles quer durch die Bank. Er ist da ein Kämpfer dieser alten Art und der Chapeau. Was ist er für dich? Ein wunderbarer Regisseur, ein großartiger Schauspieler. Und ein ganz, ganz tiefer, herzlicher, wertvoller Mensch und Freund. Nie ein lautes Wort, nie eine machtgehabe Geste.
Das ist ganz einfach ein schöner Mensch, schöne Seele. Ein lustiger, humorvoller, unterhaltsamer Freund. Ich kann ihm vertrauen und er ist ein gerader Kerl und er ist ein gerader Michel und das ist für mich der Markus. Du weißt es schon, in allen Tagen gab es meinem Leben du den Sinn. Voller Stolz sehe ich dich an, wenn du nun vor mir stehst als Mann. Wo ist nur mein Kind geblieben? Mit dem Fußball in der Hand. Was wünschst du ihm zum Geburtstag? Weiterhin großen Erfolge und natürlich Gesundheit. Ich wünsche ihm Gesundheit, Freude und einfach Lust am Leben. Das Wichtigste ist Lebensfreude. Dass er so weitermachen kann, dass er seine Ideen verwirklichen kann. Und dass wir noch viele, viele schöne, glückliche Jahre weiterhin haben gemeinsam. Bei 50 muss man durch und das nächste Mal mit dem 100er machen wir es wieder.